Ich würde mal sagen, das hier ist mal wieder eine meiner seltsameren Aufnahmen. Denn ich bin heute mal wieder in U4 und es ist gerade 2 Uhr morgens in der Woche. Ihr wisst, dass alles ziemlich stressig war und ich war eigentlich den ganzen Tag ziemlich müde, aber jetzt ist es immer noch so, dass ich irgendwas machen will. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich morgen eh nochmal zu Hause bleiben werde, nehme ich vielleicht heute mal auf. Und außerdem hört man wahrscheinlich irgendwie Wind, weil es ziemlich stürmisch ist und ich gerade die Fenster offen habe. Sind das sehr seltsame Umstände, unter denen ich hier aufnehme? Ja. Wird wahrscheinlich irgendwas umfliegen? Ja. Wenn euch das Ganze hier bei dabei gefallen sollte, lasst gerne mal ein Like da. Wäre nice, wenn wir mal wieder die 40 Likes schaffen würden. Und für mehr UV-Content könnt ihr gerne mal abonnieren. Wir sind auf jeden Fall wieder mal in UV mit den Ländern im Mittelalter. Und zwar hatten wir Deutschland, wir hatten Spanien, Griechenland, dann Japan und die Vereinigten Staaten mit. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was hier so passieren wird mit. Wer hat eigentlich gerade geführt? Es ist auf jeden Fall Deutschland, vor allem den Vereinigten Staaten und den Osmanen. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter. Danke, by the way, vielleicht mal für die Unterstützung im letzten Monat. Ich hatte einfach mal 140 Dollar Einnahmen und das ist ziemlich krass. Aber ich bin schon gar nicht mehr drin, was hier passiert ist. Die Osmanen greifen, ich glaube hier irgendwie an oder die werden anscheinend angegriffen. Ajam wird gerade angegriffen hiermit. Wir haben Äthiopien und Barmanus greift Gujarat an. Jaunpur wird dafür von Delhi angegriffen. Und ich denke mal, für Griechenland wird es gleich endgültig vorbei sein. Spanien hat hier auf jeden Fall eine Kolonie und auch Portugal hat was mit. Hier haben wir Transoxanien und ich würde mal sagen, ich mache mir in der Situation mal wieder Essen, damit hier nebenbei was passieren kann. Die Osmanen haben anscheinend gerade auch was bekommen mit. Und ich glaube, Deutschland greift irgendwie Belgien mit an. Also das ist glaube ich gerade Burgund. Moskau greift gerade Litauen an. Und Dänemark den Teutonischen Orden oder andersrum. Willkommen zurück nach irgendwie 14 Jahren. Spanien hat hier ein bisschen was an Portugal verloren. Und Litauen wird gerade mal ziemlich von Moskau zerstört. Die Mamelucken hier werden mehr und mehr zu Arabien. Und die große Horde lebt weiterhin. Die Osmanen haben auch die Krim. Und ist das gerade die große Horde oder wer ist hier unten mit? Hier haben wir nochmal Indien. Und Japan ist eigentlich komplett ruhig. Wir haben hier mit Spanien die ersten Kolonien. Aber natürlich auch noch die Vereinigten Staaten. Deutschland hat einen Teil der Niederlande. Und auch von Österreich. Wie man hier sehen kann, sind sie weiterhin der größte Staat. Chile hat hier glaube ich gerade Probleme mit einem Bürgerkrieg. Und auf Hispaniola haben wir jetzt glaube ich nur Portugal. In Nordafrika hier sieht noch Tunis ganz gut aus und das hier hat anscheinend gerade mal Litauen verloren. Dänemark geht jetzt einfach mal bis nach Novgorod. Dann haben wir nochmal Transoxanien und dann sehr frühes Afghanistan. Ja, ich würde mal sagen, die britischen Inseln sind unter der Kontrolle von England gerade. Und Großbritannien wird jetzt auf einmal von Frankreich hiermit angegriffen. Das sieht wirklich nicht so gut aus. Moskau greift Dänemark an. Okay, England hat ziemlich viel verloren. Mal sehen, was die Vereinigten Staaten hier bekommen werden. Gerade haben die auch keine Nachbarn. Aber sie greifen mehr und mehr von den Stämmen an. Okay, die Briten tun mir mittlerweile leid. Damit haben die Briten nur noch das kleine Stück hier. Transoxanien verschwindet gerade. Und Delhi hat wirklich ein gutes Game. Wir haben ein starkes Brunei. Okay, Norwegen ist Teil von Dänemark. Kuba ist unter der Kontrolle von Portugal. Und im Süden passiert vergleichbar wenig. Wir haben hier nur Kolumbien. Ich weiß nicht, was mit Neapel passiert, aber die verlieren, glaube ich, gerade gegen irgendwen, vielleicht Spanien oder so. Die große Horde greift, glaube ich, gerade Moskau an. Wir haben diese Kämpfe in Mittelamerika. Ich würde mal sagen, wir haben selten Luristan. Und wir haben ein sehr, sehr großes Bukhara. Das Urat nimmt gerade in die Mongolei ein und irgendwer nimmt gerade das hier von Japan mit ein. Deutschland hat hier irgendwie einen Teil von Elsass-Lothringen und Frankreich nimmt Provence ein. Dänemark hat glaube ich ein bisschen was verloren. Okay, jetzt haben wir hier tatsächlich gerade mal Russland bekommen und das ist gerade mal noch Skandinavien. Der Teutonische Orden ist glaube ich noch in einem Staat und wir haben Brandenburg. Und wieder mal Stress auf dem Balkan, also alles normal. Österreich wurde glaube ich gerade von Chile angegriffen und hat verloren. Fass wird immer größer. Langsam hat glaube ich ein bisschen was dazu bekommen. Und Jiangsu wird glaube ich von Japan angegriffen. Cusco sieht eigentlich auch ziemlich stark aus. Okay, Äthiopien ist anscheinend der Jem. Zhang hier tut mir irgendwie leid. Und Japan hat jetzt das hier. Ich glaube gerade greift die Schweiz anscheinend irgendwen an. Okay, also hier muss was ziemlich krasses passieren. Brasilien ist spanisch. Und dafür Argentinien anscheinend portugiesisch. Warum sehen die hier wie eine Kolonie der Niederlande aus, sind aber irgendwie nur ein Stamm? QQ greift gerade die Mamelucken an. Und ich glaube, ihnen helfen auch die Osmanen. Und Fass verliert gerade, glaube ich, gegen vielleicht sogar Afghanistan.
Frankreich hat Provence eingenommen und hier haben wir gerade mal die Karte. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass ich das Ganze hier schon mal beenden will, denn wir sind schon im Reformationszeitalter und ich stoppe es hier mal. Ihr könnt gerne in der Beschreibung auf meinen Discord-Server joinen. Da ich aber nicht mehr sagen kann, sage ich einfach mal ciao.